Herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Hamburg. Wird vielleicht ein bisschen längeres Video, ich weiß noch nicht genau, was alles passiert, aber ich wünsche euch viel Spaß. Wir werden jetzt einen Laden abchecken, den ich auf Instagram bekommen habe. Underdogs, Mandadogs, Thunderdogs und ja, Hamburg, meine Perle, ich liebe dich. Du bist, by the way, auch meine Lieblingsstadt in ganz Deutschland. Wer von euch kann mir beantworten, was das hier ist? Das sieht aus, als würden da Piraten leben. Station Nummer 1 für dieses Video, für meinen Hamburg-Trip, Ladies and Gentlemen, mit Underdogs. Underdogs, don't think I'm the underdog, because we are the Underdogs. Ja, können wir draußen? Ja, mal hier hinsetzen, ja? Aber sobald das frei wird, sag ich mir Bescheid, Digga. Seid ihr aus Hamburg? Ich bin, ja. Der Laden ist ja sehr beliebt. Was ist denn, warum ist denn der so beliebt? Was ist denn hier das Leckerste? Was muss man essen? Fisch, Hotdog? Also am besten, je nachdem, was du essen willst, nimmst du irgendwas hiervon. Also, okay. Das sind so die beliebten Sachen. Ja, genau. Was andere hier? Check. Also irgendwie sowas wie Burger, ja. Auch geil, auch das geil, aber das ist halt das. Okay, check Fish Rolls. Grilled Lachs Roll, Fish Lachs Roll, Crunchy Buckfish. Lukas auch da? Nee, Berlin. Instagram und so. Guides und so, ja, genau. Okay, ja, ich hoffe, es ist gut. Schauen wir mal. Platz draußen bekommen. Nee, hier drin packe ich es nicht. Viel zu warm. Oh mein Gott, ja. Black Tiger Roll und Softshell Taco. Das ist die Bestellung, Ladies and Gentlemen. Das sieht super aus. Ich habe den Tisch nebenan auch gefragt, was die so empfehlen. Und die haben gesagt, mit dem hier sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das sind aber keine Veganen, oder? Ich weiß gar nicht, was mich erwartet, wenn ich jetzt hier reinbeiße, um ehrlich zu sein. Es erinnert mich sogar ein bisschen an was. 3, 2, 1, guten Appetit, herzlich willkommen in Hamburg. Aber halt geil, ja, Riesengarnelen. Schmeckt clean. Nach mehr? Müssen die super soft sein oder so einen perfekten Knack? Ein bisschen. Dann sind sie sehr gut. Die knacken auch. Mhm. Alles super. Ha? Ich hätte da noch gar nicht gewischt, dann sitzt ihr da. Das ist nicht so wichtig. Wir haben eh schon Sauerei gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber mexikanische Küche ist meine Lieblingsküche. Und Tacos liebe ich auch. Egal ob Meeresfrüchte, Fleisch. Was haben wir da jetzt? Softshell Crab. Das heißt, komplett mit der Hülle reingeworfen. Yeah. Rotkohlsalat, das ist irgendeine eigene gemachte Haussoße. Das ist geiler als das. Das habe ich auch frittiert. Ist was Feines. Du hast aber schon viel Panade. Ja. Du schmeckst nicht viel von der Crab. Der Crab geht unter, ja. Also, Ladies and Gentlemen, ganz kurzes Fazit zu Underdogs. Es ist ein sehr solides, leckeres Ding. Aber so viele Leute, mir das jetzt auf Instagram empfohlen haben und sowas, muss ich ehrlich sagen, ist der Hype ein bisschen zu heavy gewesen für meinen Geschmack, weil es halt voll viel Soße war und die Garnelen waren knackig, aber der Rest war jetzt nicht so heavy. Ihr wisst, was ich meine. Es war ein solides Ding. Preislich war es auch okay. Ist ein cooler Laden, so an sich. Ich will es gar nicht schlechter reden, als es ist. Ich würde Döner da bei Pamukkale holen mal. Pamukkale? Besser Laden, sagst du? Nee, nicht besser. Also bester Döner in Hamburg, was sagst du? Steindamm da, oder? Ich weiß, ich habe heute einen Steak-Döner gegessen, der war krass. Ja, also Steindamm ist ein geiler Döner, auf jeden Fall eine Chance. Nein, Batman. Batman. Nein. Steindamm, ja? Hamburg ist nicht bekannt dafür, dass es jetzt hier so überkrassen Döner gibt. Aber wir werden jetzt trotzdem mal schauen, ob wir einen finden. Hamburg, du bist wunderschön. Was ist das jetzt für ein Gebäude? Kann mir jetzt einer sagen oder nicht? Ja, jetzt stimmt. Er ist wirklich kein Mensch. Die machen halt Brot selber. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so solide schmeckt für Hamburg, aber halt einfach nichts. Da weißt du, wie Steindamm ist, wie Neukölln. Ja, Sonderli. Ja, genau, Sonderli. Sieht gut besucht aus, Hansa. Theater City Shisha. Orient Express. Chefu Shisha Avanti Market. Hansa. Zweiter Tag. So, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Tag Nummer 2. Wir haben ein bisschen gearbeitet. Wir gehen jetzt raus, treffen uns mit einem Kollegen. Und ich habe mitbekommen, dass hier dieses Burger-Festival ist, wie in Berlin schon war. Und da werden wir hinschauen. Und ratet mal, wer das letzte Festival in Berlin gewonnen hat. Mein Call, Ladies and Gentlemen. Smackin' Texten Burgers. Und ich werde mir jetzt so einen miesen Smack-Burger da reinfetzen. Da steht gar nichts im Weg. Let's go. Got it. Auf der Rofferei! Ja, ey! Das hier ist sowas von crazy beliebt. Four Seasons Coffee ist jeden Abend komplett voll. Ich muss auch mal eine Sache sagen. Hamburg, ich hasse deine Blitzer. Randy wurde gerade mies geblitzt. Also mies mit in der 50er-Zone mit 58, 59 oder so.
Ah, die Elektroautos unterschätzt man. Man hört nicht den Motor, wie schnell man ist. Da ist schon wieder ein Blitzer, Dicker. Jump rein, mein Bester. Alles gut, Bro? Genau. Alles super. Ich muss noch irgendwo parken. Ist viel los hier? Ich war letzten Samstag schon hier. Ja. Da war eigentlich echt entspannt. Warte mal ganz kurz, Nick. Hast du einfach die gleiche Brille an wie ich gerade? Ja. Wie random ist das aber? Junge, ja, okay, hier ist wirklich viel los. Das ist crazy. Welche hast du schon gegessen hier? Wir sind Schweden. Ja. Und Smackburger. Ja. Beide sehr gut. Ladies and Gentlemen, also bei dem Schweden, ich habe den Namen vergessen, steht auf jeden Fall die ganze Welt an. Ich weiß noch nicht, was wir probieren werden, aber ich habe auf jeden Fall Hunger und der Mann auch. Wir kriegen zweimal Pepsi Max, bitte. Gerne. Schmeckt. Also, jetzt habe ich noch am meisten Hunger und dieses Mac Patty Melt ist einfach das, das am meisten feuert, deswegen werde ich damit anfangen. Randy? Ja? Können wir ein Bild mit dir zusammen machen? Natürlich können wir das machen. Garayum. Saucy. Das ist das zweite, was ich heute esse. Ich habe einmal in der Früh gegessen. Das war's. Was hast du gegessen heute Morgen? Porridge, wie ein richtig komischer Junge. Also ich glaube, wenn ihr heute das Video seht, dann ist genau der letzte Tag für Hamburg für dieses Festival. Hier taugen die Pickles. Ich bin immer noch am Überlegen, weil ich habe denen damals gesagt, wir sollen die saurer machen. Die sind jetzt ein bisschen saurer, habe ich das Gefühl. Ich bin mir aber nicht sicher. Durch den Käse, das Brot, das ist ja so Brioche, Japanese Brot, ist alles sehr süß. Wenn die Pickles auch noch süß sind, dann ist es schwierig. Aber ich sag, wenn die, so finde ich es eigentlich gut, weil wenn die noch süßer, dann wäre das zu süß, alles zusammen. Ja, ja, ja. Smackburger ist doch auch der Laden in Berlin, ne? Wo die auch so Chicken und so anbieten. Oder nicht? Boah, Chicken. Boah, doch, kann sein. Ich war so lange nicht mehr dort, ich weiß es nicht. Komplette Foodtour mit meinen Homies in Berlin aufgenommen, nie geschnitten. Vom Gefühl her muss ich sagen, dass der mir noch geiler schmeckt als in Berlin. Der hat aber auch viel Volumen. Mhm. Maybe noch Düsseldorf. Was habt ihr bis jetzt gegessen? Gar nichts, gerade angekauft, Digga. Was holt ihr euch? Smacky. Ich bin am Überlegen, ob wir noch auf Eppendorf mal festschauen. Ich sage euch so, wie es ist, die ganzen Städte und alles. Checkt das auf jeden Fall mal ab, Champions Burger. In Berlin ist das eher langsam angelaufen, weil Berlin so viele eigene gute Burger hat. Weil das geil ist, dass jede Stadt die Chance kriegt, oder wenn du aus der Nähe von einer größeren Stadt kommst, dass du die Chance hast, mal diese ganzen Burger zu testen, ohne dass du nach Berlin fahren musst oder nach. Was ist da jetzt alles drauf? Sucuk, türkischer Feta-Käse, karamellisierte Honig, Zwiebeln und eine leichte Currysoße. Okay, das spricht für sich. Das war American Cheese. Yeah, Alter. So nämlich. Was? Ihr habt ein Timing. Perfekt, Alter. Essen wird's heute nicht mehr. Prost. Erstmal, ja, zum Wohl. Seid ihr Hamburger? Ja, sicher. Cheers. Cheers, Bro. Lasst euch schmecken. Eppendorfer Fest, willkommen, oder? Ja. Geht ihr heute hin, oder was? Ja. Wir wollen, ja. Hier? Ich weiß so nicht, Bro. Komm, lass hin. Ja, wollen wir da zusammen hin, oder was? Kurz einfach. Ein, zwei Stunden kurz ausrasten, dann kommen wir. Wir gehen. Ja. Ja, komm, Digga. Ja, ja. Einige lohnt es sich. Ja, Digga, der kann was, Digga. Der kann was. Dankeschön für das Bier, ja. Ich weiß nicht, was zu schätzen. Ja, dafür. Ich finde das immer richtig geil, wenn sie diese Brioche-Toast-mäßig machen. Guck mal hier. Boah. Ja. Juice. Da sind sie wieder. Das geht ab, Alter. Der ist, Digga, mit diesem Nacho, Digga, die sind ja auch Nachos drin. Digga, mit Salsa ist der wie noch drauf. Mexikanische Burger. Wir gehen rein, Digga. Let's go. Lasst euch schmecken, Männer. Nacho auf laufendem Burger. Mhm. Boah, schön Chili con Carne, Digga. Ja, hab ich mir schon gedacht. Genau. Ich schwör. So, Ladies and Gentlemen, super war's. Weiter geht's in Hamburg. Wir schauen jetzt aufs, wie heißt es? Eppendorfer Landstraßenfest. Eppendorfer Marktplatz, wir kommen! Juhu! Super Motivation, Männer, danke euch. Ich bin der Einzige, der jetzt gerade hier so gehypt hat. Willkommen in Eppendorf. Full House, hä? Was mit meinen Kebabs gut oder nicht gut? Yo, Randy, können wir Pulle machen zusammen? Natürlich, mein Bro. Ja, safe. Und bei dir? Alles super. Also, Ladies and Gentlemen, Crew ist vollzählig. Wir haben Nick am Start. Du musst Namen nochmal sagen für die Zuschauer. Linus. Ah, okay, ich hab's richtig. Und Ahmed, wir gehen jetzt rein. Am Ende werde ich vergessen, wie dieses Fest heißt. Das gefällt mir doch.
Hier ist die Speerspitze von Hamburg, Digga. Also hier geht's gerade ab, oder? Ich sag's dir, Digga. Okay, ich merk's. Boah, also es ist wirklich, es fühlt sich an nach Oktoberfest gerade hier. Das ist von der Lebensqualität so mit der geilsten Zeit. Digga, die ganzen Wohnungen und so, es ist zu schön hier. Feinste Weine, zu bezahlbaren Preis. Können wir eine Flasche Blanc de Noir haben? Gerne, warte. Fünf Gläser. Ich bin vorbereitet gekommen. Super. Eine kleine Flasche Vino. Es ist wirklich crazy viel los. Ein bisschen zu viel des Guten, aber es ist sehr schön. Bei Hofgut Ebling haben wir uns auf jeden Fall rheinhessischen Wein geholt. Er ist dort. Wo geht er hin? Ja, ich weiß auch nicht. Was will er da? Bro, wo gehst du hin? Willst du Hamburg verlassen oder was? Hier ist doch das Fest. Zum Bayern. Wo willst du hin? Jungs, wo seid ihr? Sag mal, was du kannst. 2023er Ebeling. Wow. Geht immer. Geht immer. Es gefällt mir dieses Fest. Hier geht gleich richtig die Party ab, glaube ich. Da oben haben wir ein VIP-Zelt oder eine Area. Oh, hier ist gut was los. Yeah! Es ist geisteskrank viel los. What the f***? Karim. Karim. Pass auf. Da sind zu viele schöne Frauen hinter dir. Hi, Randy freut mich. Ja, damn. Du bist ja noch größer. Also nee, du stehst da oben. Damn. Ich denke, Digga. Was trinkst du aber? Das ist Restabpumpung. Nein. Das ist recycelt, da ist so Eis drin, Digga. Da ist Eis drin, dann kannst du einen Drink das da reinkippen. Das gibt's jetzt bei Edeka oder so. Voll die Rotze, Digga. Du zahlst drei Öcken, Digga, für Eiswürfel und einen Plastikbecher. Weißt du, was du machst? Randy G. Ladies and Gentlemen, es geht weiter, Hamburg! Yeah. Ich weiß nicht, was hier passiert, ich sage euch so, wie es ist. Das ist komplett verrückt. Let's go, alle. Attackieren, Digga. Zu leid. Nichts zu tun, wenn du mich fragst. Was sag ich jetzt zu dieser ganzen Sache? Ich habe jetzt wirklich ein paar Leute gefragt. Und wenn als bester Döner dir sowas empfohlen wird, dann muss Messlatte sehr weit unten sein. Bin ich noch zu jung für, ich muss noch erwachsen werden. Bester Döner in Hamburg, danke. Machen wir wirklich den ganzen Blumen. Ratet mal, wer was vergessen hat auf dem Zimmer. Also nee, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier lang gehen kann, aber ich gehe hier einfach nach. Ihr wisst auch, warum Smack mein Favorite ist, weil die immer Luciano spielen. Sehr gut machen die das. Mein Mund befeuchten, Digga. Let's go. Sieht gut aus, mein Freund. Das ist komplett crazy, ja. Oder? Deutsche Las Vegas. Sieht man das, was hier abgeht eigentlich in Hamburg? Ja, damn! Vorsicht! Gefühlt bin ich auch der einzige Schwarze auf dem Event, kann es sein? Diese, was war das auf Sylt, was er da gesagt hat? Ich sag so, wie es ist. Das hier ist purer Stress. Es war eine 9,8. Weil ich bin kein Freund von rohen Zwiebeln, sondern ich brauche karamellisierte Zwiebeln. Broskis! Ich wollte gerade, Digga, ihr habt die gerade vor einer Sekunde rausgenommen. Broskis, ich bin der verständnisvollste Mensch, aber diese Kamera kostet...